Ja, Pokalspiel gerade vorbei gegen Recke. Heute im Interview mit Leon Küte. Wir nennen Bernd Leno. Ja, Bernd, sag doch mal eben, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, 4-2 haben wir das Ding hier gewonnen gegen den Bezirksligisten Recke. Gutes Spiel gemacht, komplette Zeit hinweg, alles reingehauen, jede einzelne. Alles gegeben als Mannschaft, gut gespielt. In den letzten haben zweimal geführt, oder dreimal sogar besser gesagt. Immer wieder relativ schnell den Gegentreffer leider kassiert, aber dann mit der 3-2-Führung haben wir es dann geschafft, das Ganze über die Zeit zu bringen. Am Ende dann natürlich noch mal ein bisschen Druck aufgebaut von Recke, aber das haben wir dann mit einem finalen Konter zum 4-2, den wir wieder gut ausgespielt haben, beendet und sind somit eine Runde weiter. Ja, wie war es für dich? Heute das erste Mal bei uns, über 90 im Pflichtspiel. Ja, war, denke ich, gegen Recke mal gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Also erste Halbzeit nicht wirklich was zu tun bekommen. Zweite Halbzeit stand 1-1, ein Gegentor kassiert, ein Ball geht am Pfosten. Nicht wirklich viel zu tun gehabt. Dann am Ende eine Chance musste ich verheiteln, aber es ist meine Aufgabe als Torwart, sodass wir das Ding dann als Mannschaft gewonnen haben. Okay, danke Bernd. Dann würde ich sagen, viel Spaß und vielleicht sehen wir dich ja demnächst öfters auf dem Platz.